für viele andere waren. Und genau die Menschen haben sich bei uns gemeldet und gesagt, wie ihnen das Radio durch die schwierige Zeit geholfen hat. Unsere Helden des Alltags. Denn immer, immer wieder geht die Sonne auf. Und wieder bringt ein Tag für uns ein Licht. Natürlich hat das Radio mir geholfen, auf der einen Seite Informationen zu bekommen und auf der anderen Seite mich auch abzulenken und selber als Musiker auch zu hören, was andere so machen. Die Ärzte, Schwestern, LKW-Fahrer und Supermarktkassiererin. Sie haben dafür gesorgt, dass das Leben irgendwie weiterlief. Ein Hausarzt, eine Landärztin und der Projektmanager für den Aufbau eines Corona-Krankenhauses erzählen. Die Hallen waren dann beschallt mit Musik, mit verschiedenen Sorten von Musik. Und ich glaube, das hat auch viel zur Stimmung beigetragen und zu dem Tempo, was wir hier gebraucht haben. Radio war für mich auch eine Brücke zur Realität. Insbesondere während der Lockdown-Zeit hat Radio mir gezeigt, dass die Welt außerhalb meiner Praxis und der vier Wände weiter existiert. Deshalb war es wichtig, nicht nur Informationen aus dem Radio zu bekommen, sondern auch eine Zerstreuung, also mit Musik. Und ich habe mich zurückbeamen lassen in meine Jugend, ganz, ganz viele Lieder aus den 80ern gehört. Ohne den Brummifahrer, die Frau an der Kasse und den Landwirt wäre die öffentliche Versorgung zusammengebrochen. Das Radio ist immer an. Das läuft den ganzen Tag. Eine Pause bei der Arbeit. Ist halt viel entspannter. Ich habe schon immer viel Radio gehört. In der Corona-Zeit war es besonders wichtig wegen der aktuellen Infos. Gerade in der Corona-Krise hat Radio für mich bedeutet, sehr schnell, kompakt notwendige Informationen zu bekommen. Sie waren ganz nah bei den Menschen. Die Krankenschwester, der Sanitäter, die Polizistin. Das Radio ist für mich einfach wirklich eine Brücke gewesen eigentlich zu diesem Musikleben und zu den Künstlern. Ja, immer, immer wieder geht die Sonne auf. Generell hören wir im Dienst, während wir im Fahrzeug sind, viel, viel Radio. Das macht diese monotone Arbeit des Kontaktflächenputzens einfach entspannter und man schwingt da schon so ein bisschen im Takt mit. Radio, die Moderatoren mit Witz und die gute Musik dabei, das hilft schon einem, den Alltag zu überstehen.